Hallo Leute, hier ist die Christiane mit Hund und Katz. Heute will ich euch erzählen, wie unser neuer Hund aus Rumänien angekommen ist und wie er die ersten 3 Wochen bei uns verbracht hat. Und wenn es dich interessiert, bleib einfach dran. Am 19. Februar 2021 kam unser Hund endlich an. Ein kleines Mädchen, 4 Monate alt, wir nannten sie Gypsy. 2 Tage war sie unterwegs mit dem Transporter und dann war sie endlich da. Der Verein Casa Animale, der ist bei uns gleich um die Ecken, der hat sie uns vermittelt und gebracht. Einen Link zu dem Verein habe ich unten in die Videobeschreibung gepackt. In den ersten paar Stunden hat sie natürlich nicht so genau gewusst, was soll ich davon halten. Sie saß in ihrem Hundehaus und hat sich nicht rausgetraut. Aber ängstlich war sie nicht, sondern eher zurückhaltend und erstmal abwartend. Sie hat sich streicheln lassen und war eigentlich super freundlich. Nach ein paar Stunden haben wir sie dann rausgelockt und sie hat die Wohnung erkundet. Ihr fragt euch jetzt sicher, was haben denn die Katzen dazu gesagt? Ja, die Katzen waren erstmal total entsetzt, haben alles aus sicherer Entfernung beobachtet und zwar 3 Tage lang. Die kennen zwar Hunde, aber unser letzter Hund, eine Dobermannhündin, ist leider vor 1,5 Jahren gestorben. Aber lang hat es nicht gedauert, nach 3 Tagen erstes Kennenlernen von Gypsy mit Cleo. Gypsy hat sich wirklich super toll dabei benommen, hat hingeschnuffelt, dann hat die Katze ihr zu verstehen gegeben, das mag ich nicht so, also hat sie sich zurückgenommen. Perfekt. Im Garten waren wir bisher immer nur mit Leine gewesen mit der Gypsy. Denn die kannte ja noch überhaupt nichts. Nicht an der Leine gehen, nicht Gassi gehen, nix. Aber im Haus hat sie sich schon richtig wohl gefühlt, wie man hier sieht, wo sie gerade mit ihrem Geier spielt. Das war klasse. Und stummrein war sie auch nicht so wirklich. Ist zwar nur 2-mal was passiert, aber melden tut sie sich noch nicht, wenn sie raus muss. Am 3. Tag haben wir dann endlich mal einen kleinen Spaziergang an der Leine gemacht. Und wie man sieht, sie läuft hervorragend an der Leine, obwohl sie das noch nie zuvor gemacht hat. Das war so klasse und bis jetzt hat sich da auch nicht wirklich was dran geändert. Natürlich sind wir dann auch im Wald spazieren gegangen. Wenn Gypsy eine Sache liebt, dann ist es Schnee. Die ist total begeistert von Schnee. Inzwischen gibt es leider keinen mehr, aber da hat es noch viel Schnee gegeben. Das hier war übrigens am 5. Tag, soweit ich mich erinnere. Und da war es einfach nur begeistert über den Schnee. Aber wie man sieht, das Kommando Halt hat es kapiert. Sofort. An der Leine und draußen einfach vorbildlich. Nach 1 Woche haben die Katzen schon gemeinsam mit ihr vom Teller gegessen. Allerdings haben sie nicht viel abgekriegt, weil der Hund ist ein wenig schneller. Und bis die ein wenig schauer, ist alles schon alle. Gypsy, hier. Was wir hier gerade lernen, sieht man ganz genau. Das war am Tag 9 in unserem Garten. Wie man sieht, klappt auch das und hat sich bis heute eigentlich nicht geändert. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, gibt's auch irgendwas Negatives über den Hund zu berichten? Also nicht wirklich. Sie ist brav, sie ist lieb, sie ist aufgeschlossen, sie ist lernwillig, sie ist schlau, sie kapiert wahnsinnig schnell. Das Einzige, sie hatte Giardien. Ich habe zwar extra einen Test machen lassen vorher, noch in Rumänien. Der war zwar negativ, aber trotzdem hat sie Giardien gehabt. Haben wir natürlich gleich behandelt und jetzt hoffen wir mal, dass die Katzen da nichts davon abgekriegt haben, weil das wäre schlimm. 8 Katzen behandeln. Auf dem Foto sieht man sie, wie sie noch klein war in Rumänien. Man sieht also, sie war ziemlich hell. Inzwischen wird sie immer dunkler. Angeblich ist sie ein Collie-Schäferhund-Mix. Sie entwickelt sich auch immer mehr fellfarbtechnisch zum Schäferhund. Ob das aber stimmt, werden wir sehen, denn wir haben einen Gentest machen lassen. Und da warten wir jetzt auf die Ergebnisse. Also schaut's wieder vorbei und dann werden wir genaueres wissen.
Noch ein kurzes Fazit nach 3 Wochen. Dieser Hund war der absolute Glücksgriff. Ruhig, brav, lieb, folgsam, will was lernen, alles perfekt. Ich bin ja schon 60 und mit 60 ist man nicht mehr ganz so fit. Da braucht man wegen was Ruhigeres, so wie Gypsy. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei uns weitergeht, schaut's wieder vorbei. Eure Christiane von Hund und Katz.